Hallo, heute wollte ich zeigen, wie man Luftdruck messen kann mit Millimeter Wassersäule. Es gibt diese Files, die sind 3D gedruckt. Ich werde einen Link unten in die Shownotes machen, wo man die finden kann. Sind in dem GitHub-Repo parametrische FreeCAD-Files. Ihr müsstet dann also eintragen, wie dick euer Schlauch ist und wie lang ihr das Ding haben wollt. Oder das könnt ihr einfach so in der Größe lassen. Wie ihr das vorfindet, wie auch immer, die Schlauchdicke ist wichtig, sonst passt es nicht. Ausdrucken und dann macht ihr Folgendes. Es muss ungefähr zur Hälfte mit Wasser gefüllt werden. Na, so, gut genug. Na das? Ja, da. Und jetzt im Moment ist es halt so, dass der Luftdruck auf beiden Seiten gleich groß ist, deswegen ist es gleich hoch. Aber wenn ich jetzt ein bisschen reinpuste, dann sieht man die Differenz. Und wenn man in der Mitte dieses Lineal anguckt, was da drauf ist, kann man ablesen, wie groß die Differenz ist. Und dann hat man den Luftdruck in Millimeter Wassersäule. So macht man das traditionell im Orgelbau. Heute geht es natürlich auch anders. Aber jetzt mit 3D-Druck Luftdruck messen für alle. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.